Hallo zusammen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mir überlegt, ich mache mal was Neues. Und zwar stelle ich mal so die Platten vor, die im November 23 jetzt in meine Sammlung gekommen sind. Und werde noch ab und zu ein bisschen was dazu erzählen. Die erste Platte ist Club Control featuring Plastic Bertrand. House Machine. Absolut genialer House-Track. Heute wird man vielleicht sagen, das ist zu poppig oder das ist schon Eurodance. Finde ich jetzt nicht, aber gut. Für mich persönlich war das eine der wichtigsten Platten in dem Jahr 1990. Das Jahr 1990 war für mich eben ein sehr wichtiges Jahr und war auch die Musik sehr cool. Und die Platte hatte ich schon mal, aber in einer schlechteren Qualität und ich wollte die eben auch in mein DJ-Repertoire aufnehmen, auch in das digitale DJ-Repertoire. Und du kriegst aber keinen von diesen Tracks zu kaufen. Also die Platte gibt es nicht digital zu erwerben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kaufe ich die nochmal neu in gut und digitalisiere die selber. Und was jetzt geschehen ist. Also das ist wirklich eine wichtige Platte für mich gewesen. Club Control, House Machine. Dann haben wir hier Eric Prydz, Pianyu. Pianyu tötet mich, wenn ich es falsch ausspreche. Ein Bootleg, von dem ich dachte, es wäre ein Breakbeat-Mix. Der Eintrag auf Discogs ist dahingehend falsch, da es eben kein Breakbeat-Bootleg ist, sondern irgendein anderes House-Bootleg. Offenbar hat irgendjemand da was durcheinander gebracht. Es ist kein schlechter Bootleg-Mix, oder kein schlechter Mix von dem Stück, aber eben leider nicht, was ich eigentlich wollte. Dann haben wir hier Born Idle ist das Label. Das ist Dead Selectors, Damn und The Gentleman Chrome Spinning. Das ist eine Breakbeat-Platte von 2004, glaube ich. Auch nicht digital erhältlich. Also ich habe gesucht und wäre natürlich auch bereit gewesen, die MP3s als Download zu erwerben, aber gibt es nicht. Andere Stücke, spätere Stücke von dem Label waren aufzufinden, aber die beiden eben nicht. Ergo habe ich hier auch wieder alles digitalisiert, damit die Platten, die Tracks einfach in meine Sammlung aufgenommen werden können. Ja. Gehen wir mal zur nächsten Platte. Das ist Jean Bouvier oder vielleicht wird er auch anders ausgesprochen. Wahrscheinlich werde ich jetzt getötet oder bekomme einen Shitstorm, weil ich den falsch ausgesprochen habe. Feel the Heat, die Maxi-Single, leider etwas ramponiert hinten. War ich etwas enttäuscht, wo ich die bekommen habe. Ist ein Song aus dem Film City Cobra mit Sylvester Stallone. Genial. Dann haben wir hier X-Ray Connection. Replay hatte ich leider auch in einer ziemlich, ziemlich schlechten Kopie. Die Platte war verkratzt und das Cover war kaputt. Okay, nächste Platte. Haben wir hier Two Men, A Drum Machine and a Trumpet. Tired of getting pushed around. Das ist eine frühe House-Platte von 1987. Nicht ganz so früh, aber schon relativ früh noch. 87 war aber House eigentlich schon ein Begriff und da gab es halt schon viele Künstler und alles. Aber ich mag diese frühen Sachen sehr gerne, deswegen ging die in meine Sammlung. Das nächste ist Starship. Starship Sarah.
Das war, glaube ich, die Nachfolgesingle oder die dritte Single nach Rebuild This City auf dem Album von Needy in the Hoopla, glaube ich, ist das Album, genau. Und dann haben wir sehr, sehr geil Genesis Land of Confusion, die Maxi-Single. Das Album habe ich damals tatsächlich auch gekauft. Ich habe das sogar noch. Aber die Maxi-Singles zu dem Album, die habe ich damals nicht gekauft, weil man war ja Kind, Heranwachsender und chronisch pleite und hatte niemals das Geld, um sich alles kaufen zu können, was man eigentlich kaufen wollte. Und deswegen macht man das jetzt. deswegen holt man jetzt alles nach. Genesis Land of Confusion. Genial. Dann hier Corey Hart. Ich dachte wirklich, ich habe die Platte. Und bei dem großen Vinyl aufräumen ist mir aufgefallen, dass ich die Platte gar nicht in der Sammlung habe. Ich habe mir die dann jetzt auch, wie das meiste hier, über Discogs gekauft. Corey Hart, Sunglasses at Night. Genialer Song. Als nächstes haben wir hier Entrance, Set You Free im Breaks Remix. Ein Bootleg auf dem Label Independent Traders. Da gab es mehrere Releases damals. Ich habe die meisten davon. Und da Set You Free von Entrance eins von meinen absoluten Lieblingsliedern ist. Und der Remix auch wirklich ganz gut ist, habe ich mir gedacht, okay, die muss eigentlich auch wirklich in die Sammlung rein. Es gibt noch einen besseren Remix, finde ich, von Skeety. Skeety, I don't know, ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht. Der hat auf jeden Fall den besten Remix gemacht, aber der ist auch gut. Deswegen war die Entscheidung nicht so schwer, die mit in die Sammlung aufzunehmen. Dann haben wir den Zone Mix Set von den New Zone Records und Zod Omok. Die Platte hatte ich auch schon, wollte die digitalisieren, weil es eben diese Platte auch nicht digital zu erwerben gibt. Meine Kopie war einfach grottenschlecht verkratzt und ich konnte die nicht sauber rippen. Und dementsprechend habe ich mir die Platte nochmal neu gekauft. Das ist ein Techno-Mix von 1989. Mix bei Thorsten Fenslau und Jens Zimmermann. Also Thorsten Fenslau war, muss ich auch zugeben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo er dann in diese Eurodance-Richtung gegangen ist. Kurz danach ist er ja auch verstorben. Aber die frühen Jahre von Thorsten Fenslau oder auch 1989 sicherlich noch, war er sehr prägend für mich. Auch die Club Nights, die er gemacht hat mit den Mixen, mit diesen langen Intros, wo er immer irgendwelche Filmmusiken genommen hat, erstmal 5 Minuten Filmmusik, Intro und dann geht's erst los oder so. Das hat mich am Anfang doch sehr geprägt und die ganzen Stücke, die er rausgebracht hat in den ersten paar Jahren, waren wirklich cool. Und das hier ist ein Technomix mit vielen verschiedenen Künstlern, Humodetic, Technoid, Sons of Nippon, Nostromo Department, Blind Vision, Noise Control Consolidated, Air Crash Büro. Und ja, genau. Zone Mix Set. Dann haben wir eine wirklich geniale Elektro-Funk Breakbeat Breaks Platte. I don't know. Ich weiß nicht genau, wie man es am besten definiert. Es ist auf jeden Fall Axel Seduction. Ich habe die aus Griechenland importieren müssen. Die hier, ich glaube, die hat dann 12 Euro plus Versand gekostet. Ich glaube, der Versand aus Griechenland war teurer wie die Platte selber. Aber die war sonst
nirgendwo zu bekommen. Eben auch aus dem Grund, weil man die nicht digital kaufen kann. Es ist wieder ein Breakbeat-Platte aus den frühen Nullerjahren, wie die Born Idol auch und wie viele andere Breakbeat- und Break-Sachen auch aus den frühen Nullerjahren, die man nicht digital bekommt. Also wenn man die sucht, sucht man sich einen Wolf, aber du findest die Platte halt leider nicht. Axel Seduction, auf der Rückseite ist noch Foundation mit Bring It Back, aber deswegen habe ich die Platten nicht gekauft, sondern wegen der Axel Seduction und die war mint. Also die war ungespielt und das habe ich sofort gemerkt, wo ich die Nadel aufgelegt habe, habe ich keinen Kratzer und gar nichts gehört. Die habe ich wirklich 1A rippen können für mein DJ-Archiv. Und ja, also das war, die war wirklich ihr Geld wert. Okay, nächste Platte, die habe ich mit der Axel Seduction mitbestellt. Surreal Madrid, Girls of the Night von 1998. Eine Big Beat Platte. Big Beat war ja 98 so auf dem Höhepunkt. 98, 99 und dann war es ja irgendwann um die Jahrtausendwende mehr oder weniger vorbei. Dann wurde Big Beat zu New School Breaks, was ja, meistens nicht so geil war, muss ich sagen. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Surreal Madrid, Girls of the Night. Als nächstes haben wir Space Art, Onyx. Die habe ich auf der Retro-Börse in Völklingen mitgenommen, Retro-Börse Saar, zu der ich mitgenommen worden bin. Ich hatte eigentlich auf Atari-Software gehofft, aber wusste nicht, dass es auch Schallplatten dort gibt und habe dann tatsächlich auch eine Schallplatte gefunden, die auch schon in der Hülle war, die keine Sticker hat, keine Namenskritzeleien. Da bin ich mittlerweile auf einem anderen Anspruchslevel. So Sachen kommen einfach nicht mehr in die Tüte. Also wenn ich mir dann noch Arbeit machen muss, um die Platte zu reinigen, zu säubern, das möchte ich einfach nicht mehr machen. Sowas. Und dann möchte ich schon eine saubere Platte, wenn ich eine Platte kaufe. Ich bin kein Mint-Sammler, der nur das Beste vom Besten haben will, aber es soll schon gut sein. Also nicht verranzt oder einfach kaputt. Ja. Space Art Onyx, eine französische Gruppe, die mehrere Platten gemacht haben, kann man so einordnen unter Synthesizer, Space, Disco, Musik. Genau. Dann haben wir Bionic Force. Die wurden bekannt damals durch The Age of the Atom, wo sie eine Passage aus Generator 7-8 von Moskva TV verwendet hatten und drüber gerappt und da wurden sie irgendwie bekannt und das ist die zweite oder dritte Platte von denen, ich glaube die dritte Platte von denen, Rap Technology und Group of the Year, Cover ist sehr geil, die Platte ist auch in einem sehr geilen Zustand angekommen, konnte ich auch super rippen, weil hat man natürlich, wie ihr euch denken könnt, nicht bekommen können online. Ganz interessant, ich glaube zwar, dass es eine amerikanische Gruppe ist, aber hier werden auch Leute gegrüßt wie Moses P., Rico Sparks, Turbo B. Die Platte ist von 89, also das war ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, wo die anderen auch rausgekommen sind oder erfolgreich geworden sind. Ja, Bionic Force. Dann etwas Peinliches, First Cut Christmas Time, weil wir haben jetzt die Weihnachtszeit bald. Nee, Quatsch, also das war nicht der Kaufgrund. Der Grund war, da ich von First Cut diverse andere Maxi-Singles schon habe und die eigentlich alle ganz, ganz okay waren. Mitte der 80er Jahre haben die diverse Maxis veröffentlicht, deutscher Synthie-Pop.
Das ist aber, glaube ich, die schlechteste Platte von denen. Wobei das ja immer Geschmackssache ist, natürlich. So, als nächstes Model 500. Wer kennt ihn nicht? Juan Atkins, Godfather of Techno, you know. Oder einer der Gründerväter, sage ich mal, der die ganze Sache da damals ins Rollen gebracht hat. Mit seinem eigentlich mehr elektrolastigen Projekt Model 500, The Flow, habe ich mir gekauft wegen dem Jedi Knights Mix. Das ist ein sehr cooler Elektro-Mix, der da drauf ist. Und hat auch in meiner Sammlung, in meiner Model 500 Sammlung noch gefehlt. Dann haben wir hier eine Kickin' Records. Ich sammle die frühen Kickin' Records Platten. Das ist Messiah Temple of Dreams. Ich habe die auch schon in der regulären Release-Version mit dem schönen Cover. Aber die war relativ günstig für ein paar Euro. Und da ich Kickin' Records Platten eben sammle, bis 93 so, weil sich da auch der Sound radikal geändert hat von UK Hardcore auf Jungle, mit dem ich halt weniger anfangen kann, hört es irgendwann auf. Ab einer bestimmten Nummer ist es nicht mehr richtig gut, finde ich, für mich. Aber die, wie gesagt, war nicht teuer, ein paar Euro, und war auch nie Mint und kam in die Sammlung. Dann sind wir wieder bei meinem Lieblingsjahr 1990, Royal Kid Jump to It Remix auf Hype Records. Da kamen diverse Techno-Sachen raus. Das ist jetzt eher so Hip House. Hip House war ja so ein Riesending von, ich sag mal, 89 bis 90, 91 noch. Und auch so ein Teilvorläufer von Eurodance. Aber das ist noch vernünftige Hausmusik, noch kein Eurodance. Also Eurotrash werdet ihr hier weniger sehen, oder von dem werde ich weniger vorstellen können, weil das einfach nicht mehr mein Sound war. So, auch wieder 1990, The Backup Crew, Take That Scar, schließt sich ein bisschen an die Long CD Sachen an und Beatmasters mit Scar Train. Das war ja damals in, und da haben die sich wahrscheinlich gedacht, jetzt springen wir mal auf den Zug, auf den Ska-Train auf und machen sowas Ähnliches. Also es ist eine Skaus-Platte, Ska-Haus, Skaus, korrigiert mich, wenn ich es falsch ausspreche, was die Engländer ja quasi auch geprägt und erfunden haben und den Begriff auch erfunden haben damals, hat sich leider nicht durchgesetzt. Dann haben wir hier Reset Controls and the Heavy Guitars, Exitus. Eine Platte, die ich auch schon hatte und digitalisieren wollte, weil, ihr könnt es euch denken, man kriegt beide Mixe nicht zu kaufen. Der Collapse Mix ist auf irgendeiner Compilation mit drauf. Da muss man sich aber die Compilation wieder kaufen und rippen und hat dann auch wieder nur die Hälfte. Und dann bin ich schon genervt, wenn ich nur die Hälfte habe von einem Release und will aber den ganzen Release. Okay, und dann wollte ich die digitalisieren, die Platte, und dann ist die gesprungen und da ist ein fetter Kratzer an einer bestimmten Stelle. Die loopt sogar, also ich könnte, das war recht spannend, aber halt zum Digitalisieren absolut nicht zu gebrauchen. Dann habe ich mir die eben für wirklich ein paar Euro in Nierminden nochmal gekauft jetzt und auch schon digitalisiert. Dann Punk City Mission. Tatsächlich eine Techno-Platte. Also Techno habe ich früher natürlich auch viel gehört. Mit früher meine ich natürlich so die Jahre 88 bis 92 und dann darüber hinaus auch noch so ein bisschen, aber mit neuerem Techno kann ich leider wenig anfangen. Also das spricht mich einfach nicht mehr an. Da fehlt mir einfach Inhalt. Das ist mir zu minimal und alles zu gleich. Und da sind keine Hits mehr dabei. Also das ist, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Da bin ich schwer für zu begeistern.
Punk City Mission. Dann haben wir hier wieder das Jahr 1990. Ja, ihr könnt mich jetzt schon nicht mehr leiden, glaube ich. Hip House Syndicate, Free James Brown. Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass der James Brown tatsächlich mal im Gefängnis gesessen hat. Und das Hip House Syndicate hat wohl versucht, ihn rauszuholen. Ich glaube nicht, dass es mit der Platte funktioniert hat. Ist okay, ein ganz okayer Hip House Track. Mehr aber auch nicht. Dann zum Abschluss haben wir hier Climby Fisher, Rise to the Occasion, der Hip-Hop-Remix. Was daran Hip-Hop sein soll, weiß ich zwar nicht. Ich bleib dann doch lieber bei der Original-Single. War nicht so meins, dieser Remix. Das war ja die Nachfolgesingle von Love Changes, soweit ich mich erinnern kann, damals. Habe ich günstig bekommen, war für ein paar Euro in einem der Pakete dabei. Ich habe es leider schon ruiniert, weil der Verkäufer leider nicht gesagt hat, dass die Platte einen Preissticker hat. Und ich hat bei der jetzt leider nicht geschafft, die ohne Verlust sauber zu kriegen, ja. Manchmal klappt es gut, manchmal nicht. Es ist immer unterschiedlich pro Platte. Ja. So, das war's von meinen November-Neuzugängen. Ich weiß nicht, ob ich das monatlich machen werde. Ich werde das wahrscheinlich immer mal wieder machen. Wenn ihr es gut fandet oder wenn ihr es interessant fandet, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare oder schreibt in die Kommentare, was ihr so von diesen Platten gekannt habt oder kennt und oder welche ihr auch habt eventuell. Ich bin immer da bereit, in Dialog zu gehen. Also macht's gut!